Guten Morgen, Geliebte. Aufwach-Quickie 395. Du bist der Himmel auf Erden. Kennst du die Frage? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Ich habe die zwei, dreimal gehört in meinem Leben. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Das ist die gute Frage. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass wir das sind, was wir suchen. Wir sind ein Geschenk, das sich in sich selbst versteckt hat. Wir sind der Punkt, an dem sich die Unendlichkeit in beide Richtungen selbst erfährt. Wir suchen alle den Himmel auf Erden. Wir wollen nicht wirklich vertröstet werden auf ein späteres Himmelreich. Wir wollen den Himmel auf Erden jetzt schon leben und wir übersehen dabei, dass wir dieser Himmel bereits sind. Und ich meine es nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz real. Realer als das, an was du glaubst. Und zwar egal, ob du ganz fest davon überzeugt bist, dass wir einfach nur ein kosmischer Zufall sind oder der Körper und Bewusstsein entsteht im Gehirn oder ob du fest davon überzeugt bist, dass wir eine Seele sind. Wir haben den Himmel auf die Erde gebracht durch uns. Wie sollten wir sonst hierher kommen? Wie sollte das sonst funktionieren? Du bist einfach der Körper und der hat Bewusstsein, nennen wir einfach mal so. Und dann stirbt der Körper und dann ist Bewusstsein weg. Das, was in dir wohnt, ist der fleischgewordene Himmel. Das ist der Himmel, der sich in den Körper angezogen hat. Pias Tochter Mia hat letztes Jahr ein Praktikum gemacht. Und jetzt halt dich fest, ich bin fast vom Stuhl gekippt beim Bestattungsunternehmen. Und sie hat sich die ganze Zeit auf ihren ersten Fall gefreut. Ist nicht meins, würde ich nicht wirklich machen wollen. Aber sie hat zu ihrer Mutter gesagt, ach Mama, ist alles nur organische Materie.
Der Himmel hat die Erde bereits wieder verlassen. Er war nur kurz zu Besuch hier. Und das ist das, was du bist. Und das suchst du. Verrückt, oder? Wir haben den Himmel schon auf die Erde gebracht, bevor wir das überhaupt wahrnehmen können. Bevor wir uns dessen bewusst sind, haben wir den Himmel bereits auf die Erde gebracht. Also warum sollte es noch eine weitere Anstrengung benötigen, um den Himmel auf Erden zu erleben? Wir sind es bereits. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ist vollkommen egal. Das ist auch der Grund, warum alle großen Lehrer sagen, es gibt nichts zu tun. Nicht, weil du hier nichts zu tun hättest. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Gerade deshalb, im Himmel gäbe es nichts zu tun. Hier auf der Erde gibt es eine ganze Menge zu tun. Aber es gibt nichts zu tun, um den Himmel auf Erden zu erleben. Denn du erlebst ihn schon, weil du es schon bist. Hier hat sich vor kurzem ein Zitat von mir auf ihrem Pulli, glaube ich, drucken lassen. Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Und Pia ist ein absoluter Feind oder Feind ist falsch, Gegner. Sie konnte einfach nichts damit anfangen, mit diesen Zitate-Pullovern. Und dann hat sie den mal einen Tag angezogen und hat mir davon berichtet. Und ich bin niemand, der sowas gerne verkauft, aber ihr Bericht war unfassbar. Sie ist seitdem der festen Überzeugung, und das war ich vorher nicht und das war sie vorher nicht, dass dieses Zitat wirkt, wenn sie den Pullover trägt. Wenn du willst, kannst du das heutige Zitat auf dem Pullover oder auf dem T-Shirt ausdrucken und mal schauen, was das mit dir macht.